Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Beast, Jäger ohne Gnade. In diesem Film geht es um eine Familie, die ihre Mutter verloren hat. Und der Vater kommt auf die Idee, mal den Heimatort ihrer Mutter zu besuchen. Und das ist in dem Busch von Afrika. Sie treffen dort auf ihren alten Freund und der führt sie durch die verschiedenen Gegenden dort. Was aber keiner weiß, dass dort ein extrem gefährlicher und etwas größerer als normaler Löwe sein Unwesen treibt, beziehungsweise der nahezu alles angreift, was menschlich aussieht oder was sogar ein Mensch ist. Und ich muss sagen, der Film war echt nicht so gut gewesen. Ich wusste irgendwie schon in den ersten Minuten, wie der Film ungefähr aussehen wird. Warum? Ich habe einfach mal zwei Dinge in den Film miteinander verknüpft. Und zwar ist der Film von Universal, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Und in den ersten Minuten war jemand mit einem Jurassic Park T-Shirt zu sehen. Jurassic Park, die ersten Teile, gar keine Frage, gute Filme etc. Aber der Film war wirklich wie Jurassic Park, nur ersetzt den Park durch den Busch von Afrika und ersetzt den Dinosaurier durch einen Löwen. Und fertig ist Beast, Jäger ohne Gnade. Sie haben sich auch wirklich mit totalen vielen Elementen da bedient. Was halt so ein bisschen abgewandelt wird, ist, dass es halt kein Park ist, sondern halt wirklich halt freies Gelände, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dass da jetzt nicht tausende Securities da rumlaufen, sondern dass es halt wirklich Wilderer sind. Und diese Familie geht halt, fährt halt rein und ja. Was passiert, kann man sich dann wohl so ungefähr denken. Positiv, es gibt auch Positives an dem Film, auch wenn ich ihn jetzt gerade ziemlich kritisiere. Positiv an dem Film sind die Schauspieler. Also persönlich kenne ich halt recht wenig von den Schauspielern. Also mir sind kaum davon welche bekannt. Aber sie machen ihren Job gut. Mimik, Gestik passt. Man hat auch so ein bisschen versucht, so ein bisschen die Leute auch optisch in die Richtung reinzubringen, wo sie rein sollen. Passt. Sieht der Löwe, um den es geht, gut aus. Passt. Die Story? Ja, Jurassic Park mit Löwen halt. Und ja, ich möchte zwar nicht spoilern, aber in meinen Augen, das Ende haben sie auch vergeigt. Ohne jetzt spoilern zu wollen, wie und was mir daran jetzt gefällt. Aber mir hat das Ende einfach nicht gefallen. Ja, und welche Bewertung ich diesen sehr einfallsreichen Film gebe, sage ich euch nach der Bewertung zu meinem Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. So, fassen wir das Positive zusammen. Die Schauspieler sind gut gewählt, die Schauspieler passen zu ihren Charakteren, die Schauspieler haben eine gute Mimik, eine gute Gestik, passt alles soweit zusammen, man nimmt ihnen die Rolle auch ab. Der Löwe sieht gut aus, also den haben sie echt gut hingekriegt. Die Gegend, wo der Film dreht, passt auch hundertprozentig zu dem, was er darstellen soll. Und ja, damit hört es auch eigentlich schon auf. Was nicht so gut ist, wie gesagt, es ist Jurassic Park, nur halt mit einem Löwen. Ja, und viel mehr hat man sich da auch keine Gedanken zu gemacht. Wie gesagt, ich habe in den ersten Minuten habe ich halt gesehen, dass es Film ist von Universal, okay. Und dann jemand mit einem Jurassic Park T-Shirt, habe ich mir erst gedacht, okay, ist halt Universal, passt. Aber dass es wirklich ein Jurassic Park mit Löwen ist, ja, da hätte ich mir dann doch etwas mehr Kreativität gewünscht. Plus noch so ein paar, in Anführungsstrichen, Filmfehler, die mir aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, Leute, nicht wirklich, oder? Und somit muss man sich dann 133 Minuten durch einen Film kämpfen, den man
mehr oder weniger schon gesehen hat. Ja, und weil der Film so echt interessant ist, also ja, wie gesagt, also ich gebe den Film zwischen 2 und 3 Totenköpfen, weil der Film echt nichts Besonderes ist. Der Film hat echt, bis auf gute Schauspieler und gut ausbalancierte Charaktere, auch nicht viel Positives zu bieten. Außer die Gegend, wo das spielt, das passt alles soweit zusammen. Aber ja, das war es auch schon, was man dazu zu sagen hat. Viel hat der Film tatsächlich nicht zu bieten. Und das, obwohl er sich sehr ernst nimmt. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Was nächste Woche kommt, weiß ich noch nicht. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auch wieder grillen.